Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gehen wir dieses Projekt hier an. Hier sind Sie schon das Endergebnis. Ich war genervt von diesem Wäschekorb-System, was wir vorher hatten. Und habe mir gedacht, was kann ich so machen, dass es ein bisschen cleaner aussieht und halt eben hier zur anderen Einrichtung passt. Ich hatte mir Gedanken gemacht und das ist jetzt das Ergebnis. Und wie ich das hingekriegt habe, was ich mir überlegt habe und sowas, zeige ich euch jetzt. So, der erste Schritt natürlich, dass ihr, ob ihr irgendwas machen könnt, ist, wir müssen diese drei Korpusse zusammenbauen. Hierbei handelt es sich um die Korpusse von Method, das ist die Küchenmarke von IKEA. Und zwar, das ist die günstigste, die es dort gibt. Von diesen Küchenschränken habe ich bereits eines einmal für den Schuhschrank gehabt. Das war im Vorzimmer und das haben wir jetzt in der Küche. Und ein zweites habe ich im Badezimmer als Oberschrank einfach, weil die haben die perfekte Tiefe. Eigentlich habe ich mir was anderes ausgesucht gehabt, nur das ging sich nicht aus, weil das viel zu breit war. Es hat 35 cm Breite gehabt, also 35 x 35. Diese Eckett-Würfel und das geht sich aber nicht aus, weil ich habe nur 1,2 Meter Platz. Und deswegen bin ich dann in der Küchenabteilung gewesen und habe gedacht, vielleicht finde ich irgendwas mit 30 cm Breite, weil ich brauche ja 3 Method. Siehe da. Hat einfach 30 mal 80 mal 37, also die Tiefe 37, die Breite 30 und 8 cm Höhe. Und jetzt haben wir dort, wo ich das hinstellen will, haben wir ja 1 Meter Platz circa. Dadurch, dass die Korpus ja 8 cm hoch sind, gibt es zwei Varianten. Entweder einmal diese Füße hier, die sind 10 cm hoch, dann wäre es aber 90 cm, das ist ein bisschen schwieriger. Oder ich habe noch diese kleinen Füße hier. Vielleicht kann man die einfach montieren, dann passt es. Mir geht es eigentlich nur darum, dass es nicht komplett auf dem Fliesenboden ist, weil da ist ja auch unsere begehbare Dusche und ich möchte nicht natürlich, wenn da mal Wasser rüberkommt, was eh nicht passieren wird, aber trotzdem, man weiß ja nie, dass das Holz wenigstens geschützt ist. Also, wir bauen jetzt einfach mal die Korpus auf. Es sind eben, wie gesagt, 3 Stück, weil ich möchte das vor oben dann quasi so zum Aufmachen haben. Dann haben wir 3 Fächer, wo wir die Sachen reingeben können. Einmal hell, einmal dunkel und einmal die ganzen Handtücher und Badetücher. Als Front zum Beispiel habe ich mir eine Platte zuschneiden lassen beim Obi, zwar 90x80, weil ich halt eben nicht so einzelne Türen da vorne haben wollte und vor allem, das wäre auch viel teurer gewesen. Und so habe ich jetzt für vorne eine Platte und für oben eine Platte und mit Scharnieren werde ich das dann quasi so montieren, dass man es nur einfach so aufmachen kann. Ich habe schon alles ready, ich hoffe nur, ja, dass ich es ohne Probleme hinkriege. Ich denke aber schon. Das Einzige, was mir ein bisschen Probleme machen wird, glaube ich, ist eben diese Oberplatte, dieser Deckel, weil hinten bei diesen Method-Korpussen ist ja noch so ein ganz dünnes Teil da hinten und daran kann ich das natürlich nicht befestigen. Jetzt habe ich noch extra so 1 Meter, habe ich so einen Balken geholt und mal schauen, wie ich dann den da montieren kann, damit ich eben quasi die Tür oben montieren kann. Und ich sag's euch, die sind auch so einfach zum Zusammenbauen, also wirklich richtig einfach. So. Also eines werden wir zusammen aufbauen und zwar, das ist wirklich so einfach. Also IKEA hat wirklich was gut gemacht mit diesen ganzen Sachen aufbauen, weil die immer das gleiche System haben. Sei es jetzt der Packschrank, sei es jetzt diese ganzen Unterschränke. Also bis jetzt hatte ich nie Probleme mit dem Ganzen. Das Einzige, was wir jetzt hier auslassen werden, ist die Platte oben. Weil das ist ja ein Oberschrank, den ich geholt habe. Weil nur die Oberschränke haben quasi diese niedrigere Tiefe. Und da werden wir nur die obere Platte weglassen, damit eben quasi oben ein Loch ist. Weil irgendwo muss ja die Wäsche rein. Ich weiß nicht, dafür liebe ich IKEA sehr. Du kannst Sachen einfach so zweckentfremden. Richtig geil. Also, dadurch, dass wir es ja nur unten fixieren wollen, dafür nehme ich dann einfach die Schrauben dafür, schraube sie einfach rein und ich sage es euch wirklich, so was Einfaches habt ihr noch nie gesehen. Dann macht man diese Holzdinger da. Ich weiß leider nicht, wie die heißen, aber die geht man da einfach rein hier. Dann kommt das hier da rein. So. Und fertig, Freunde. Das ist jetzt mal ein Korpus. Dadurch aber, dass ich die obere Platte gar nicht montiere, werde ich jetzt hier, bei dem hier, werde ich das einfach hier wegschneiden, damit ich dann genau hier diesen einen Balken montieren kann. Und so ist es dann 100% safe, dass dann quasi, erstens, dass das hier sich nicht so bewegt, weil dann ist es hier stabil. Und zweitens, dann kann ich auf der Rückwand hier meine Tür oben drauf montieren. Deswegen schneiden wir dann eben von allen hier das weg. Ich werde dann alle 3 aufbauen. Und dann gehen wir kurz ins Badezimmer und stellen mal das auf und schauen wir mal, wie das so aussieht. Also vorher war es ja hier das Teil hier. Wir hatten einmal dieses große, da haben wir immer unsere Badetücher und sowas reingetan. Und hier hinten diese 2 Mini-Fächer,
sondern halt eben, wo die Wäsche reinkommt. Deswegen alles mal weg da. Ich freue mich. Das kommt mal alles weg. So. Also das sind jetzt hier die drei. So, als erstes Schritt, was ich jetzt machen werde, ist die zwei und die zwei zusammenschrauben. Ich habe noch vom Packschrank diese zwei Teile, wo man den Packschrank ja zusammenführt. Das werde ich jetzt mit dem einfach machen. Gut, dass noch ein paar übrig geblieben sind. Und dann werde ich jetzt einfach die Löcher durchbohren und dann die zusammenschrauben. Und dann sind sie wenigstens mal als erstes eine Einheit. Also ich habe jetzt hier meine vier Stück. Das ist wirklich so ein Tunnel, den man reintut mit Schlitzkopf. Und dann eben die Schraube. Und das tut man dann von beiden Seiten rein. Man kann das dann festschrauben. Und dann ist es auch wirklich bombenfest. Und dann machen wir dann einfach zwei hier. Und zwei hier. Und dann ist es auch fertig. Da gehe ich einfach in das vierte Loch rein und mache mal hier das Loch. Und dann von oben auch das vierte Loch. Na, von oben machen wir das dritte Loch. Also einfach halten. Und fertig. Und es ist einfach bombenfest dann. Jetzt ist der nächste Schritt dran und zwar, damit ich dann diese obere Platte mit den Scharnieren dran montieren kann, habe ich jetzt hier so zwei Balken und die werde ich ungefähr auf dieser Höhe mit Hilfe von solchen Teilen werde ich dann einfach fixieren, damit wir dann quasi diesen Scharnier hier drauf montieren können und so geht dann die Tür auf und zu. Weil das meinte ich mit dem, hier hinten hat man ja keine robuste Platte drinnen und deswegen kannst du das nicht da dran befestigen. Das würde niemals funktionieren. Also als erstes habe ich mal jetzt das so befestigt, damit wir das dann quasi jetzt hier mal schön festmachen können. So. Und zwar, da habe ich nämlich sowas gekauft, warte mal. Also sowas zum Aufmachen. Ja, vielleicht kann man das hier so schön dran tun. Und dann kann das eben auf und zu gehen. Und das ist perfekt hier. Cool. Und das gleiche machen wir jetzt auf der Seite. Und dann ist schon mal der hintere Part komplett fertig. So, hinten ist jetzt alles fertig. Und jetzt montieren wir die Füße. Und damit wir jetzt natürlich die Vorderwand montieren können, habe ich mir so Mini-Winkel gekauft. Und die werden wir jetzt als erstes hier dran befestigen. Und dann kommt die Platte auf den Boden. Das kommt drauf und wir werden das einfach dann zusammenschrauben und ja, dann ist auch die Front einfach dran. Also es ist wirklich nicht so schwer. Als Schrauben verwende ich die hier. Das sind die 3,5 mit 16, weil ich schraube es natürlich als erstes hier dran, weil ich ja hier diese Löcher habe. Und bevor ich jetzt unnötig hier herummessen muss, wie, was, wo, habe ich mir gedacht, montiere ich sie einfach gleich direkt dahin. Also ich werde es so machen. Bei den Außenwänden mache ich eins oben, eins unten jeweils und in der Mitte mache ich hier einfach eines und hier einfach eines. Das heißt, da ist es auch ein bisschen in der Mitte befestigt und die Außenwand trägt das sowieso. Das geht wirklich ratzfatz. Müsste es halt nur wirklich erstmal hier hinhalten, um zu sehen, okay, wo muss es rein. Dann macht sie hier so einen Punkt, drückt es ein bisschen rein und dann könnt ihr dann gleich direkt einfach mit dem Akkuschrauber das befestigen. Dieses DIY hätte ich aber viel früher angehen sollen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich hatte eigentlich eh immer Lust drauf, hier irgendwas zu verändern, aber ich war nicht bereit, 200 Euro auszugeben für einen Wäschekorb, der nicht mal so viel Platz bietet. Und so, custom made quasi, weil da konnte ich selber entscheiden, wie, was, wo. So finde ich es viel besser. Und es ist wieder so eine Sache, wo ich sagen kann, hey, Edi, good job. Du hast es einfach selber gemacht. Und das liebe ich halt daran. Deswegen mache ich auch Sachen gerne alleine. Also entweder komplett wirklich aus dem Nichts Sachen herzaubern oder halt dann mit so Korpussen und sowas und irgendwelchen Platten und so. Ja, und das war einfach so in meinem Kopf drin, ich weiß nicht. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das machen kann und sowas. Und dann habe ich einmal ein DIY gesehen auf TikTok und da hat die eine das so gut gemacht. Da habe ich gedacht, hey, oh cool. Das war mit diesen Eckett-Korpussen vom Ikea. Nur, wie gesagt, das hätte einfach nicht bei uns gepasst, weil es einfach viel zu groß gewesen wäre. Und das Gute ist, es passt auch wirklich zum Katzenklon sowas. Das ist schon ganz nice. Jetzt wird es schwierig, von dort hinten was zu montieren. Aber als erstes machen wir es mal hier. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das da hinten machen soll. Hm? Wie soll ich das da hinten machen? Was meinst du? Auf der Seite? Ganz unten. Da innen. Ach so, oh. Musst du reinkriechen oder was? Wie denn? Hm. Aber was musst du machen? Naja, ich muss mit Winkel ja die Tür, vor der Tür muss ich ja dran montieren. Tja, soll ich's machen? Ich habe ja längere Arme. Ja, probier's einmal. Aber es ist halt schwierig, Schatzi. Aber komm her, probier's einmal. Ja, ich muss erst mal reinkommen überhaupt, dass ich jetzt einmal anschätze. Du, warum mal die Schraube mit dem Hammer? Vielleicht schaffst du's. Das geht nicht, das ist gerade auch runter rausgefallen, die Schraube wieder. So,
Ich muss halt blind machen, weil ich kann nicht gleichzeitig schauen und das reingeben. Ach so. Ja. Oh, Freddy, wie geht das jetzt? Okay. Ja, you did it! Und da genau das gleiche, Schatzi. Oh mein Gott, du hast es getan, geil! Aber welches? Das sind zwei Löcher. Das, welches hast du gemacht? Da drüben? Ich glaube, das Äußerste ist am einfachsten. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendeins genommen. Wurscht, Schatzi. Ja, das Äußere ist einfach, glaube ich, zum Schrauben. Das sieht vom Ding her. Mein Nacken, Alter. Sorry, Baby. Ja, ich hab's gespürt, das ist durchgegangen. Sehr gut. Aber schau, wie gut das aussieht. Du kannst nicht sagen, dass es jetzt nicht gut aussieht. Davor hat es aber auch gut ausgeschaut. Nein. Das sind die Türen, das gibt's dann keine Türen, oder? Hier oben, Baby. So, Freunde, und jetzt wird das hier dran montiert. Und wir sind fertig, Mausi. Es ist einfach fertig. I can't. So, Freunde, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ich habe mir das angeschaut und gesehen, okay, für mich war die Tür ein bisschen zu schwer. Und vor allem, wenn sie hier drüben ist, dann hängt sie nur bis daher. Das heißt, ich kann sie nicht komplett nach hinten, so wie hier jetzt zum Beispiel, aufmachen, dass sie die Sachen rausnehmen kann. Deswegen habe ich jetzt dieses Teil hier geholt. Und zwar, das habe ich beim Bauhaus geholt. Das hat 5 Euro gekostet, 5,95. Und dieses Teil hier noch, das werde ich jetzt so hier dran montieren und zwar einmal hier auf der Seite, so, und dann das da hier da dran und dann kann ich das hier so montieren und quasi dann mit dem Teil es einfach so befestigen und dann kann ich die Sachen schön und einfach rausnehmen. Damit ich das aber schön da befestigen kann, werde ich die erste Seite komplett durchbohren und die zweite Seite werde ich dann einfach das Teil da reintun. Es wird zwar ein bisschen schwierig, sicher, das so reinzutun, aber ich denke mal, wir schaffen das. Und bei dem war aber sowas dabei, damit man das quasi reintut. Aber dadurch, dass die Platte ja oben nicht so dick ist, habe ich mir jetzt extra sowas geholt. Beim Bauhaus hat 1,55 gekostet. Und bei dem ist es halt eben so, dass man das oben und unten mit einer Schraube befestigt und dann kann man das hier so reinhängen, was richtig cool ist. Schauen wir noch kurz, bevor ich das dann drauf mache. Geil! Ich lieb's. So, jetzt kommt noch so. Also, das ist dann hier montiert. Hier haben wir das dann hier montiert. Das muss ich jetzt nur noch wegmachen. Wie cool ist das bitte? Und jetzt der letzte Schritt, der noch gemacht gehört, ist, ich werde noch Wäschekörbe nähen. Ich habe nämlich beim Action ein Tischdeckentuch geholt, 2,40 Meter mit 1,40 Meter und noch so einen Läufer. Und damit möchte ich jetzt 3 Wäschekörbe nähen, weil es ist ja 80 cm tief. Ich komme da wirklich nicht bis ganz ans Ende ran und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde ein paar Wäschekörbe nähen und dann mit Klettverschluss hier außen dran befestigen. Dann kann ich sie mal runternehmen. Mit dem Henkel einfach komplett rausziehen und dann kann ich die Wäsche gescheit waschen. Und dafür habe ich erstmal das hier geholt. Und zwar beim Teddy, die waren richtig günstig. Das hat 1 Euro gekostet. Und das eine Teil, das hier, werde ich an die Wäschekörbe dran nähen. Und das Teil hier werde ich jetzt an die Außenwände dran tackern. Mein Papa hat mir nämlich seinen Tacker ausgeborgt. Und jetzt können wir das erstmal tun. Und dann machen wir uns auch schon daran ans Nähen. Perfekt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Auf allen Seiten habe ich das gemacht. Und jetzt können wir die Wäschekörbe nähen. So. Das ist diese Tischdecke, die ich geholt habe. 1,40 Meter mit 2,40 Meter. Und dann habe ich noch diesen Tischläufer geholt, weil der ist ein bisschen dicker. Das heißt, der Boden wird aus dem hier gemacht. Und die Seiten aus dem hier. Das werden wir jetzt gemeinsam nähen. Und das Gute bei dem ist, der ist 35 cm breit. Die Innenfläche ist ja auch 35 mit 28. Das heißt, 35 haben wir schon. Jetzt messen wir nur 28 die Breite. Und dann ist auch unser Boden schon ready. Das Einzige, was ich machen werde, ist dieses Eck hier wegtun, weil wenn ich das zusammennähe, wird es dann ein bisschen zu dick. Deswegen schneiden wir das einmal hier weg. So, drei Böden sind ready. Jetzt müssen wir das hier noch machen.
So, und das Gute bei dem ist ja 2,40 Meter mit 1,40 Meter. Das heißt, 80, 80, 80 sind 2,40 Meter. Jackpot. Und die 1,40 Meter ist richtig gut, weil 35 und 35 und 30 und 30 sind unter 1,40. Auch nice. Machen aus dem hier 80 cm. Und ich würde mal sagen, ich werde das alles jetzt mal zusammen heften, mit zusammen pinnen. Und werde auch eins nähen und schauen, wie das aussieht. Und dann zeige ich euch mal das Ergebnis und dann zeige ich euch auch, wie ich das gemacht habe. Boah, Freunde, ich bin jetzt fertig. Ich bin auch ehrlich, ich habe alles schon fertig gemacht, weil ich war dann so in diesem Flow drinnen, dass ich nicht mehr aufhören wollte. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist natürlich jetzt die schiere Kante, sagen wir mal so, ist außen, weil, wenn man das ja reintut, dann schaut man ja in die schöne Seite rein, beziehungsweise die Sachen werden dann quasi in das schöne Innenleben reingemacht. Ja, ich habe es jetzt so gemacht. Hier bei den Seiten, wo kein Klettverschluss ist, habe ich jetzt so einen Holzstab mit reingenäht. Sprich, dann ist es auch stabil an den Vorder- und Hinterseiten. Und seitlich dann haben wir hier jetzt diesen Klettverschluss und diese Henkel, ja, mit denen ich das dann quasi dann so rausziehen kann. Und eben die zwei halten es quasi dann so schön stramm. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das aussieht, wenn ich es, ja, in den Wäschekorb rein tue. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Also hier an den Seiten ist ein Klettverschluss. Vorne und hinten haben wir jetzt das mit diesem Holz hier. Und ja, der Wäschekorb ist jetzt einfach fertig. Ihr wisst nicht, wie glücklich ich bin, dass ich dieses Projekt endlich angegangen bin. Und das einfach das Ergebnis ist, I can't. Also ich weiß nicht, wie ich, boah, ich bin wirklich so stolz auf mich, vor allem, wie ich einfach diese Wäschekörbe genäht habe, vom Scratch, einfach von gar nichts. Ich habe es einfach in den Kopf gehabt, so ungefähr, wie ich es haben will. Und es ist genau so rausgekommen, wie es in meinem Kopf eben geplant war. Dann auch noch mit diesem Haken, weil es war wirklich bitter notwendig, weil die Tür war schon so schwer, also wenn man das so hochgetan hat, konnte man wirklich sehr schwer dann die Sache rausnehmen. Und deswegen habe ich jetzt einfach diesen Haken da dran gemacht. Ich bin wirklich so begeistert und jetzt passt endlich auch genug rein. Das heißt, wir haben auch kein Problem, dass mal, wenn man mal ein bisschen weniger Zeit hat fürs Wäschewaschen, kann man den Wäschekorb einfach vollstopfen, sagen wir es mal so. Ja, also meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, dass man eben auch wirklich aus komplett anderen Sachen, tja, einen Wäschekorb basteln kann. Ich meine, das ist ja eine Küchenzeile gewesen vom IKEA und die Vorder- und die Oberwand habe ich einfach beim Obi Maß anfertigen lassen. Ich werde euch hier jetzt einfügen, wie viel mich jetzt das ganze Projekt gekostet hat, damit ihr ungefähr so ein Gefühl habt, ja, was eben sowas kosten würde, wenn man es selber machen würde. Na gut, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, ihr wisst, ihr könnt mir das gerne wie immer mit einem Like und einem Kommentar zeigen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier verlinke ich euch zwei weitere Videos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye!